Heute für euch, warum Dolores Umbridge so grausam und gleichzeitig so unberechenbar war. Das und mehr jetzt in diesem Video. Was hat es eigentlich mit Dolores Umbridge auf sich? Ich meine, diese Frau wird mehr gehasst als jede andere Figur im Buch und in den Filmen, sogar mehr als Lord Voldemort. Ich meine, ich habe Fans gesehen, hin und her darüber streiten, wer schlimmer ist. Zwischen dem dunklen Lord, einem bösartigen, psychopathischen Mörder, der massives Chaos und Zerstörung verursacht hat, und einem Mysteriumsbeamten, dessen Grausamkeit gegenüber Schülern wirklich viel mehr beim Lesen ankam. Es scheint, dass wir uns heute nicht mehr daran erinnern, was mit dieser Frau wirklich passiert ist, was sie so rücksichtslos, machthungrig und geradezu grausam gemacht hat. Ich möchte in Dolores Vergangenheit eintauchen und ein bisschen herausfinden, was sie zu dieser schrecklichen Ausrede für einen Menschen werden ließ, den wir alle aus den Büchern und den Filmen kennen. Also lasst uns nicht länger warten und lasst uns herausfinden, was wirklich mit Dolores Umbridge geschehen war, sodass sie so wurde. Ich habe die Figur aus dem Buch schon ziemlich doll verachtet. Es gibt eigentlich keine einzige Szene, in der sie nicht irgendetwas Schreckliches gesagt oder getan hat. Ich habe nachgesehen. Sie hat mindestens jedes einzelne Mal irgendetwas getan oder gesagt, wenn sie auf der Leinwand war, was den Fans nicht so gut gepasst hat oder was sie nicht so gut erscheinen ließ. Man kann über die Filme sagen, was man will, aber viele der Charaktere wurden tatsächlich gerecht dargestellt und sie war dabei keine Ausnahme. Ich habe mich gefragt, was ihre Geschichte ist, denn sie war nicht wirklich böse, sie war eher unheimlich rachsüchtig. Sie liebte es wirklich, ihre Autorität durchzusetzen, aber mehr als alles andere liebte sie es, einen Platz unter den Mächtigen zu haben. Das war etwas, das ich schon ziemlich früh bemerkt habe. Diese Frau würde einem Affen folgen, wenn er in einer Machtposition wäre und wenn sie dadurch auch ihren Vorteil bekommen würde. Also habe ich mich aufgemacht, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was mit dieser Frau los war, denn jeder hat seinen Anfang. Voldemort war ein verlassenes Waisenkind. Dumbledore verlor seine Familie. Sie alle hatten einen Anfang und der Anfang von Dolores war nicht so anders als viele andere. Sie wurde in die Umbridge-Familie geboren, irgendwann am oder vor dem 26. August 1965. Ihre Mutter war eine Muggelfrau, die in der magischen Welt leben durfte. Ihr Bruder wurde als Squib geboren. Ihr Vater gab das Muggelblut der Mutter als Grund für die Tatsache an, dass ihr Sohn als Squib geboren wurde. Schließlich trennten sich Umbridges Eltern. Ihre Mutter und ihr Bruder verließen den Haushalt und zogen in die Muggelwelt, und keiner von ihnen hat je wieder etwas von sich hören lassen. Dolores wurde von ihrem Vater aufgezogen, der offensichtlich magisches Blut hatte. Aber sie hatte nun ihre ersten Erfahrungen mit magischen Vorurteilen gemacht, etwas, das sie umarmte und von ganzem Herzen zustimmte. Die Entscheidung ihres Vaters bestätigte ihre Gunst bei ihm, was wiederum dazu führte, dass sie glaubte, Gunst und möglicherweise eine Position erlangen zu können, wenn sie die beiden verschiedenen Aspekte ihres Lebens vereinte. Sie sehnte sich so sehr nach Akzeptanz, dass sie sie erzwingen wollte, denn ihre Mutter und ihr Bruder waren verschwunden. Leider wurde ihre durchsichtige Persönlichkeit von mehreren Lehrern in Hogwarts entdeckt und Dolores bekam keine herausragende Position in ihrer Schulzeit. Horace Slughorn entdeckte als erster ihren wahren Charakter, was sie nur noch mehr zu Slytherin zog. Nach ihrem Abschluss war sie begierig auf Erfolg. Von Hogwarts war sie schließlich eine Slytherin. Kein Wunder, dass ihr Ehrgeiz gepaart mit Gerissenheit, um ihre Ziele zu erreichen, auch während ihrer Schulzeit besonders innerhalb von Slytherin herausstachen. Es war gesellschaftlich schon irgendwie vorgeschrieben, dass ein prestigeträchtiger Hintergrund mehr Respekt bedeutete. Was sie ausnutzte, indem sie eine Lüge fabrizierte und behauptete, sie sei mit der Lestrange-Familie verbunden, um mehr Prestige zu erlangen und akzeptiert zu werden. Ihr Verlangen nach Akzeptanz wurde im Laufe der Jahre immer stärker und zusätzlich zu einer Selbstrechtfertigung, die ihren Glauben an alles, was sie für richtig hielt, festigte. Dolores war nicht bereit, ihre eigenen Fehler zuzugeben. Sie tat immer das, was sie für richtig hielt. Und glaube mir, wenn ich das Wort Recht sage, ist es in Anführungsstrichen. Und das ist etwas, das wir später im Video genauer betrachten können. An diesem Punkt wissen wir bereits, dass sie sich nach Akzeptanz sehnt und die Dinge auf die nächste Stufe gebracht hat. In den Reihen des Ministeriums war sie für den mangelnden Ehrgeiz ihres Vaters beschämt und überredete ihn sogar dazu, gegen eine kleine monatliche Zuwendung vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Ein Preis, den sie bereit war zu zahlen, um ihn aus den Augen zu haben.
Dolores arbeitete sich hoch bis zur Position der Untersekretärin des Zaubereiministers, und sie passten wirklich perfekt zusammen. Cornelius Fudge war ein Mann, der nur hörte, was er hören wollte, und Dolores Umbridge war eine Ja-Sagerin, die blindlings selbst seine lächerlichsten Theorien und Anschuldigungen unterstützte, um seine Gunst und vor allem sein Vertrauen zu gewinnen. Sein Vertrauen gewann sie, indem sie höchstwahrscheinlich seinen immer stärker werdenden Zweifel an Albus Dumbledore äußerte. Dolores sicherte sich eine Stelle als Lehrerin in Hogwarts, um ein Auge auf die Dinge zu haben, die höchstwahrscheinlich Harry Potter betrafen. Hier hat sie wirklich ihre eigene Selbstrechtfertigung ins Spiel gebracht. Etwas, das wirklich das Schlimmste in ihrem Charakter widerspiegelte. Ein sehr gutes Beispiel für ihre Selbstrechtfertigung haben wir bereits gesehen, als sie die Dementoren in die Muggelwelt schickt, um Harry zu jagen, um seine bevorstehende Rückkehr nach Hogwarts zu verhindern. Mit dem Befehl, dass diese Kreaturen angewiesen wurden, Harrys Seele auszusaugen, selbst wenn Harry entkam, sorgte sie dennoch mit Unterstützung von Fudge natürlich dafür, dass Harry vertrieben wurde. Es ist irgendwie sonnenklar, dass diese Frau nicht geistig stabil war, wenn sie einen solchen Angriff anordnen konnte. Es wurde noch schlimmer, als sie in Hogwarts ankam und alles veränderte. Aber nicht zum Positiven natürlich. Diese Frau war wirklich eine andere Art von Tyrann. Sie wollte sich einfach nur mächtig fühlen und ihre eigene Autorität durchsetzen. Sie hatte Freude daran, andere schlechter zu machen und rechtfertigte es als akzeptable Bestrafung. Dolores hasste nicht wirklich ihre Schüler. Sie liebte sie sogar. Sie liebte sie, weil sie ein leichtes Ziel waren. Die einfachsten Ziele sogar. Sie fühlte sich stark und kompensierte die Macht, die ihr selbst als Schülerin verwehrt wurde. Es entschädigte sie für die minderwertige Entziehung, die sie hatte, und die Tatsache, dass jemand wie sie nie in der Lage gewesen sein sollte, von der Gemeinschaft respektiert zu werden. Weil sie ihrer Meinung nach aus einer unreinen Familie stammte, war ihre mittelalterliche, veraltete Behandlung von Schülern, die sich daneben benahmen, einfach Grausamkeit. Es war eine Bestrafung, die sicherstellte, dass die Schüler sie nie vergessen würden, und sie rechtfertigte das mit ihrem Gewissen, indem sie einfach Schuldgefühle beiseite schob und, naja, es als Rechtfertigung sah für Bestrafung. Die Wahrheit ist, dass sie keine eigene Identität hatte. Sie war immer auf der Jagd nach Akzeptanz, anstatt zu akzeptieren, wer sie wirklich war. Sie hatte so lange mit dem Gedanken gelebt, aufzusteigen, aber die traurige Realität ist, dass sie nie in der Lage sein würde, die wahre Dolores Umbridge zu entdecken, sobald sie einen Ort hatte, an dem sie glücklich war. So, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Sie wäre Voldemort gerne gefolgt, wenn er in einer offenen Machtposition im Ministerium gewesen wäre. Sie folgte seinem Marionettenregime mit relativer Leichtigkeit und unterstützte ihn stolz in der alternativen Zeitlinie des verwunschenen Kindes, über das ich nichts mehr sagen werde jetzt. Also, das ganze Problem mit dieser Umbridge gegen Voldemort-Sache ist, dass Voldemort nicht der typische Bösewicht ist. Es ist immer noch seine Rolle in der Geschichte. Er ist der Bösewicht, der die Kontrolle über die Zaubererwelt erlangen möchte und einen so schrecklichen Schaden angerichtet hat, dass jeder in dieser Welt verängstigt ist. Und ich lege den Voldemort als Bösewicht nicht so aus, dass man ihn nachempfinden kann. Versteht mich nicht falsch, seine Hintergrundgeschichte ist durchaus nachvollziehbar. Aber wir alle kennen oder erleben eine Dolores Umbridge in unserem Leben. Irgendwie, vielleicht ein bisschen extremer oder vielleicht ein bisschen weniger. Wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. Sei es in der Schule oder im Beruf. Und weil für uns als Zuschauer und Leser das näher geht, glaube ich, dass das der Grund ist, warum die meisten eher einen Hass auf Umbridge hegen als auf Lord Voldemort. Und das ist mein Video darüber, was wirklich mit Dolores Umbridge geschehen ist und was in ihrem Kopf vor sich ging. Ich denke, es ist immer interessant zu versuchen, Dinge aus ihrer Perspektive zu sehen und aus ihrer Sichtweise auch zu verstehen. Und das war's mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.